Servus Leute und damit ganz herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Freut mich unfassbar, dass ihr eingeschaltet habt. Im heutigen Video schauen wir uns einfach mal ganz entspannt gemeinsam an, was ihr tun könnt, wenn euer Napoleon Total War abstürzt bzw. crasht. Das werden wir uns heute gemeinsam anschauen, also bleibt unbedingt bis zum Ende dran. Bevor wir allerdings ins Video reingehen, habe ich noch eine klitzekleine Bitte an euch. Und zwar würde ich mich wirklich unfassbar freuen, wenn ihr ein Like, Abo und Kommentar da lassen könntet. Ganz einfach, euch kostet es nichts, mir macht es eine Riesenfreude. Und deswegen sollte man sich ja meiner Meinung nach eher die Frage stellen, warum nicht, oder? Vielen Dank dafür auf jeden Fall. Starten wir direkt ins Video rein. Zu Beginn natürlich erwähnt, mag jetzt für einen oder anderen obvious klingen, ich mag es aber dennoch der Vollständigkeit halber gesagt haben. Solltet ihr unbedingt schauen, dass ihr nicht zu hohe Grafikeinstellungen für euren PC verwendet. Das heißt, einfach mal probieren, eure Grafikeinstellungen runterzusetzen und schauen, ob es dann noch immer crasht. Weiters gehen wir dann einmal in die Windows-Suche und geben dann hier Task Manager ein. Das heißt, einfach Task Manager eingeben und dann den Task Manager öffnen. Und dann hier einmal auf mehr Details bzw. more Details klicken. Und dann bekommen wir jetzt hier eine Liste mit all unseren Prozessen, die wir derzeit auf unserem PC laufen haben. Das heißt, auch die Hintergrundprozesse. Und hier würde ich euch dann einmal empfehlen, je nachdem, ob euer Arbeitsspeicher jetzt relativ voll ist, ob euer CPU relativ belastet wird oder eure GPU, einmal nach den Dingen zu sortieren und dann hier die Prozesse, die ihr nicht braucht, einmal zu schließen. Das heißt, in meinem Fall wäre jetzt hier ein Photoshop offen auf einem anderen Benutzer. Wenn ich das nicht brauche, kann ich hier einfach mal das anwählen und dann End Task drücken. Das gleiche mit all anderen Programmen, die wir nicht brauchen. Einmal End Task drücken. Genau, dann sind wir da auch schon wieder fertig. Wir können, also warum das Ganze überhaupt? Weil wir natürlich mehr Kapazität für unser Napoleon Total War haben wollen und deswegen alle anderen Prozesse, die wir nicht brauchen, einmal beenden. Das heißt, wir schließen einmal den Task Manager. Weiter würde ich euch dann natürlich empfehlen, dass ihr unbedingt die neuesten Treiber habt. Für alle GeForce, also für alle Nvidia-Nutzer, würde ich euch einmal empfehlen, die App GeForce Experience runterzuladen und dann hier zu schauen, dass ihr bei Drivers immer den aktuellsten Game-Ready-Treiber habt. Das heißt, hier einfach mal auf Treiber drücken und dann hier mal auf Download und dann den neuesten Treiber einmal installieren. Dann weiter gehen wir einmal in den Gerätemanager. Das heißt, einfach Windows-Suche, Gerätemanager und bekommen dann hier eine Liste mit all unseren Geräten, die wir derzeit auf unserem PC installiert haben. Und hier würde ich euch dann genauso empfehlen, einmal bei Display Adapters reinzugehen, Rechtsklick Update Drivers und dann Search Automatically for Drivers und dann hier gegebenenfalls natürlich den aktuellen Treiber herunterladen. Das gleiche würde ich euch dann auch noch empfehlen bei Prozessor. Genau. Dann zu guter Letzt noch ein Geheimtipp von mir, und zwar würde ich euch empfehlen, dass wir mal bei Sound, Video und Game Controllers reingeben und dann hier unseren Onboard Audio Treiber suchen. In meinem Fall wäre das jetzt hier der Realtek R Audio. Bei euch wird das zu 90% auch dieser sein. Das heißt, einfach mal rechtsklick auf diesen drücken und dann hier auf Disable Device und dann hier auf Yes einmal, und dann müsst ihr noch euren PC neu starten. Aber dann ist das Ganze auch schon übernommen. Das war's. Wir können das Ganze auch schon wieder schließen, den Gerätemanager. Und damit sind wir fertig. Ich hoffe natürlich, dass ich euch weiterhelfen konnte. Wenn es so ist, lasst gerne ein Like, Abo und Kommentar da. Wenn nicht, unbedingt auch einen Kommentar da lassen. Werde ich euch nämlich so schnell es geht helfen. Und dann finden wir sicher eine Lösung. Ansonsten war es das. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Video. Ciao Leute, pfiat euch und baba.